zeige euch, wie ihr ganz einfach diese Tracker-Training-Certification aufarbeitet. Und wer damit jetzt anfangen, das ist die erste. Die zweite findet man im Hurston-System. Ich werde jetzt auch kein großes Kampfschiff nehmen, sondern ich werde mit der Buccaneer, mit einem kleinen Kampfschiff machen, damit ihr das dann entweder mit der Avenger Titan, mit der Mustang oder irgendwas auch machen könnt. Wichtiges meins ist auf jeden Fall full equipped. Ihr werdet wahrscheinlich noch die normale equipped haben. Und daher könnt ihr gerne die Bewaffnung ändern oder nicht, aber ihr werdet es auch mit den normalen Waffen schaffen. Nur warten, bis der Auftrag hier kommt. Es dauert immer ein bisschen. Wir werden jetzt überall noch gar nichts haben. Was ich immer noch dazu empfehlen kann, ist der Mercenary des Call to Arms mit anzunehmen, weil da kriegt man immer Bonusgeld, wenn man Leute abschießt. So. Okay, jetzt haben wir die Tracker Certifications. Die werden wir jetzt auch noch tracken. So, dann werden wir uns unser Schiff holen. Wie gesagt habe, ich werde ein kleines Schiff nehmen. In dem Fall die Buccaneer. Die gefällt mir gerade. Ich werde mir noch eine zweite holen müssen. Weil die ich für Echtgeld hatte, die ist jetzt weg. So, A02. Ah, okay. Ich sehe es schon. Wir sind hier sowieso falsch. Die erste Tracker Certification ist gar nicht im Hurston, im Crusader System. Sondern die ist im Hurston. Das heißt, wir müssen jetzt den Samo Hardyway im Hurston System. Das ist 31 Meter weg. Passt natürlich wieder super. Wenn wir gerade darüber fliegen können. Aber egal. Dann springen wir da halt rüber. So. So. Also, man sieht's hier. Hier rüberspringen. Darüber. Everdeen. Da im Orbit. Was ich auf jeden Fall immer empfehle, auf diesem Bildschirm Waffen und Schilde zu überklocken. Hat den Vorteil, dass man mehr Schaden raushaut und auch gleichzeitig mehr einstecken kann. So. Okay, der erste Versuch funktioniert nicht. Das halt nochmal. Der zweite Versuch funktioniert. Also wie gesagt, wenn es bei mir jetzt einfach entspringen will, dann einfach nochmal auf Set U drücken und dann geht's meist. Ja, Bounties ist zurzeit die lukrativste Art, Geld zu verdienen. Aber dazu muss man, wie gesagt, sich das auch hocharbeiten. Man kann es immer nur gewisse Bounties sehen, wenn man in gewissen Bereichen ist, wie man jetzt sieht. Unter General würde es auftauchen, verschwindet es, sobald man die Sektoren verlässt. Also, wenn man jetzt die Karte nimmt, ich hoffe, ich kann sie jetzt auch öffnen. Naja, wie man sieht, kann man es nicht.
Bounties hat man im Endeffekt hauptsächlich im Crusader-System, wo wir gerade waren, und im Hurston-System. Da hat man die meisten Bounties. Im A-Corp und im Microtech-System befinden eigentlich keine. Wenn die Karte so wie jetzt spinnt, kann man eigentlich nichts machen. Außer hier versucht er sich zu positionieren oder sowas. Aber halt seit ein paar Patches so, dass die Karte halt nicht gescheit funktioniert. Man kann zwar auch ohne Karte springen, aber am schönsten ist es über die Karte. Aber wenn sie nicht will, will sie nicht. So. Ja. Wir haben im Endeffekt die Buccaneer. Kleine Lightfighter. Den habe ich, wie man hier so schön erkennen kann, mit einem Voyage ausgestattet. Ein Voyage ist ein bisschen schneller als ein Atlas. Ist ein ziviler Antrieb, der relativ wenig Sprit verbraucht, womit man dann überall hinkommt. Ist zwar nicht der schnellste, aber immerhin der effizienteste. Was beim Lightfighter sehr sinnvoll ist, dass man die ganzen Strecken auch springen kann. So, jetzt geht die Karte wieder. So, also wie gesagt, im Crusader-System und im Hurston-System haben wir diese Bounty-Certifications, die wir jetzt machen, womit man relativ gutes Geld verdienen kann. Wenn man die im Hurston-System relativ viel macht, dann stößt auch noch ein gewisser Miles Eckert auf ein. Und mit dem kann man dann auch noch eine Menge Spaß haben, weil er bietet dann auch Bounties an. Oder unter anderem auch Kämpfung eines Großkampfschiffes, die Idris. Schauen wir mal, wie weit wir mit hier oder mit diesem kommen, um uns das wieder hochzuarbeiten. Es geht eigentlich relativ schnell. Problem ist, dass man halt zwischen Crusader und Hurston immer hin und her springen muss. Hier oben ist Microtech und hier unten ist A-Corp. Wie gesagt, die zwei Sektoren, also die zwei Planeten, die haben eigentlich nichts. Und die ganzen Asteroidenfelder hier, die überall sind, die haben eigentlich auch nichts. Bounty bezogen. Claim Jumper oder so weiter, die hast du denn da eher oder andere Sachen. Aber keine Bounties. Außer die Spieler, also die richtigen Spieler, werden nachher irgendwie. Also am Anfang muss man 500 Alpha UIC zahlen, um diesen Auftrag oder diese Certification, ist ein Auftrag, zu machen. Am Anfang sind es auch noch NPCs, die man jagt und dann zur Strecke bringt. Man erkennt es immer sehr schön daran, dass, dass zwischen dem vorderen Namen und dem hinteren Namen ein Leerzeichen ist. Heißt immer, es sind NPCs. Wenn da ein zusammenhängender Name ist oder an den Unterstrich oder irgendwas anderes, was Spieler reingemacht haben, Namen zu trennen, dann sind es immer richtig. Ja. Weil alles, was mit Leerzeichen ist, immer NPC. So, wenn wir jetzt schauen, müssten wir jetzt auch im Hurston-System wieder Bounties auftauchen. Aber wie gesagt, wir haben die Certifications an sich ja noch nicht aufgelevelt. Deswegen ist es jetzt mal so. Und leider muss man diese Certifications immer machen. Frage ist, warum zeigt er mir jetzt eigentlich so viele Planeten an? Der Druid, so. Kann man nämlich einzeln abgesteckt bekommen. Könnt ihr euch noch zeigen, bevor wir jetzt da hinspringen, wenn ihr
Bounties mal gemacht habt und dann könnt ihr diese Bounty Hunter Gilde hochleveln. Bei mir ist jetzt wieder ein Stück runtergegangen, aber im Endeffekt bin ich damit durch. Wenn man im Endeffekt einen Auftrag nicht schafft, Bounty Hunting oder vom Bounty Hunting getötet wird oder selber Crime Stat hat, dann geht das hier oben wieder in die eine Richtung zurück. Dadurch, dass wir jetzt ein paar gute machen, werden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Wir haben hier dann auch im Crusader-System kann man sich hocharbeiten. Also man sieht, ich habe da schon einiges gemacht. Durch den Patch muss ich nur die 3 Certifications wieder machen, dann kriege ich meine ganzen Sachen wieder. Aber auch Miles Eckert, wie gesagt, muss ich die einzelnen Sachen auch wieder hochleveln. Aber der Ruf an sich bleibt nach jedem Patch bestehen. Man muss halt diese ganzen Certifications nochmal machen. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, weil es macht auch eigentlich keinen Sinn, wenn ich den Ruf noch habe, dass ich die Certifications wieder machen muss. Besonders weil ja auch die Gegner jetzt am Anfang relativ leicht dann zu erledigen sind, weil man ja den entsprechenden Ruf schon hat. Könnten sie ja dann theoretisch auch wieder die schweren Gegner hinmachen. So. What? 35 Kilometer weg. Mal kannst du ja bis 10 Kilometer ranspringen. Ja gut. Dann fliegen wir die letzten 35 Kilometer halt. Scheinbar haben sie da irgendwas geändert. Aus dem Asteroidengürtel oder aus dem Drecksgürtel hier mit dem ganzen Schrott und so weiter haben sie es immer noch rausgenommen. Lassen. Mal zum kleinen Schrottgürtel reinfliegen. Jetzt kann man das mal hier ausrüsten. Eigentlich kennen. So, ich sag, man muss dann den Punkt anfliegen. Dann einfach einen Moment warten, bis der Gegner joint. Sollte aber immer seine Schilde im Auge behalten, weil oft ist es so, dass der Gegner schon auf einen schießt, bevor er überhaupt gejoint ist. Kann jetzt bis zu 3 Minuten dauern, kann ich euch aus Erfahrung sagen. So, da ist der Gegner jetzt gespawnt. Den brauchen wir jetzt einfach schnappen, liquidieren. So, was haben wir als Gegner? Kann ich nicht lesen. Aurora sieht so aus. So. Das war das erste Bounty-Objekt. Kommen wir aus dem Asteroidengürtel.
Damit kriegen wir jetzt sozusagen eine Erweiterung von unserem Journal. Sehen Sie, da haben wir schon drei Bounties, die wir jetzt erledigen können. Alles Certifications. So, wir werden sie jetzt mal alle nacheinander anschauen. Hier kostet sie jetzt halt 1000. Werden mal schauen, wo die ist. Und die ist hier auch gleich in der Nähe. Werden wir uns die natürlich gleich holen. Mal gar nicht so weit springen. Immer wäre es, wenn wir jetzt nach Crusader rüber jumpen müssen. Das wird aber dieser andere sein. So, jetzt springen wir das mal. Also ich denke mal, wenn wir jetzt hier weitere Bounties anschauen, jetzt wieder drei drin. Wir haben ja jetzt die hier in Auftrag. Wie gesagt, da sind jetzt noch weitere. Einer davon ist dann ja ein Crusader-System. So, wir müssen hier noch entgegenfliegen. Aber auch ein bisschen abbremsen. Also wie gesagt, solange es die NPCs sind, relativ leicht zu machen. Sobald es darum geht, dass wir die richtigen Spieler jagen müssen, kann es leicht sein. Kann aber auch unter Umständen sehr schwer sein, wenn es ein Profi ist, Gegen- und Verteidigen angeht. Da muss man halt mal schauen, was einen da trifft. Dann auch immer die Frage, in was für ein Schiff er sich gerade bewegt. Kleines Kampfschiff, ist es eine Aurora, ist es eine Hammerhead? Spieler sind ja immer ihrem eigenen Schiff unterwegs. Im Moment würde ich sogar denken, dass die meisten in der C2 unterwegs sind. Ja, die Zeit mal nutzen. So, das ist auf jeden Fall auch ein NPC, würde ich sagen. Auf jeden Fall auch mal mit rein, dass er uns nicht verloren geht. Dann haben wir hier wieder eine Certification. Könnte wie gesagt ein Spiel. Den nehmen wir jetzt auch noch mit. Bounty Hunter Guild. Das sind dann die ersten Bounties, glaube ich, die man machen kann, weil es keine Certifications mehr ist. Aber es ist halt noch verifizieren. Hier sieht man dann immer, wer den Auftrag gegeben hat. Das heißt, der wird drüben im Crusader sein. Der ist hier bei Hurston. Den machen wir ja gerade, da stehen wir davor. Der ist für die Bounty Hunter Gilde. Nur das Warten ist halt immer das Anstrengende. Gerade für Leute, die streamen oder Videos machen. Ist halt keine schöne Sache. So, da wäre er. Was haben wir dann? Der Aegis. Kann ich erkennen. So ein bisschen zur Seite streben, dass er uns nicht gleich rammt.
Ah, na Gladius. Ganz wichtig. So, wäre der auch down. Damit würden wir dann hier gleich noch eine weitere Certifications bekommen. Machen wir aber erstmal die anderen zwei. Weg. Wenn wir jetzt die Karte gehen, da geht's. Sehen Sie, der eine ist im Crusader-System. Jetzt erstmal alles hier im ersten System. Der ist auch hier bei Aberdeen. Ganz praktisch, der anderen Seite von dem Planeten. Oh, der ist sogar schon gespawnt. Das wäre schon mal nice. Was haben wir da? Und wie gesagt, man sieht auch wieder an dem Leerzeichen, ganz normaler NPC. Jetzt wieder eine Trecker-Lizenz, die wir machen müssen. 2500 da. Ich sag, der ist im Crusader-System, den machen wir unter uns später, weil wir müssen dann auch diese eine Certifications dann im Crusader-System wahrscheinlich abarbeiten. Ich habe jetzt keine Lust, immer die 6 Minuten herzuspringen. Ich hier einen habe, der in der Nähe ist. Jetzt müssen wir dann nur schauen, weil das ist auch Jin Jeffers, auch ein NPC. So, die Sonne natürlich mal aus dem Bild irgendwie rausbringen, das ist entfernt. Da mal ein bisschen mehr Nebel reinbringen würden, das ist nice. So, da wird es wieder so sein, dass wir wieder 3 Minuten warten müssen. Verspawnt.
direkt hinter so einem großen Stein oder bei so einem großen. Also, wir könnten gerade mal ausprobieren. Vader jetzt. Es erleichtert mir auf jeden Fall einiges. So. Da unten. Ja. Eine Cutlass Black. Bei der Cutlass Black empfehle ich immer Ziffer 8 zu drücken. Kann man nämlich durchschalten und das erste Ziel ist immer die Antriebe. Kann man dem Gegner dann schon mal ein bisschen das Leben schwerer machen, indem man ihm seitlich alles wegschießt. So, der eine Antrieb ist schon weg. Das auch abgeschlossen. Und jetzt sieht man hier auch, kriegt man dann eine Erweiterung wieder. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Aber doch, hier die Gilde ist wieder voll. So, und das Geld hier um die 700, das ist durch das Call to Arms. So. Schauen wir mal, jetzt müsste nämlich auch eine weitere Bounty-Gilde dabei sein. So, jetzt haben wir die eine geschafft. Das zum Beispiel hier oder das. Oder das oder das. Very low target. Very low risk target. Dann ist das ein Fragezeichen target. Das ist aber meist eine Bunker-Mission. Eine Cave-Mission, wo du in so ein Cave reingehen musst. Dann haben wir für 30.000 eine Bunker-Mission. Ne, ist auch eine Cave-Mission, wo du reingehen musst und das zerstören musst. Und dann, so, jetzt kommen hier nämlich noch mehr. So, jetzt müssen wir nur aufpassen. So, da haben wir jetzt für unsere weitere Lizenz, die wir hier in Hurston abarbeiten, man auch schon an den Preis. Wir müssen jetzt 5.000 zahlen, um den zu killen. Und den Finder, und das ist auch wieder ein NPC, man sieht es, dass kein Dings damit bei ist, es ist ein Leerzeichen drin. Das heißt, den werden wir uns jetzt als erstes wiederholen. Wie man sieht, der ist auch nicht weit weg. Er ist aber jetzt bei Magda.
Bisschen, wenn man so ohne Karte springt, sollte man immer ein bisschen sein Quantum Drive im Auge behalten, also sein Quantum Sprit, dass man nicht leer läuft. Also ich habe noch 49% Quantum, weil wenn der dann leer läuft, dann steckt man halt einfach fest. In der Nähe von Magda kein Problem, weil da kannst du dann auf dem Planeten auch auftanken. Aber wenn du dann einen größeren Sprung im Weltraum oder so machst, dann kann es natürlich passieren, dass du dann strandest. So, und wie man gesehen hat, die Aufträge werden jetzt theoretisch immer schwieriger. Also sprich, die Schiffe werden ja immer größer. Jetzt ist es schon eine Cutlass Black. Aber da es NPC-Schiffe sind, die sind, wie gesagt, immer noch keine Herausforderungen. Also die Certifications selber sind jetzt nicht große Herausforderung. Also man muss da keine Angst haben, irgendwelche Bounties da nicht schaffen zu können oder so. Selbst wenn man unerfahren ist, sieht man ja selber. Da habe ich jetzt ein Schiff mit den entsprechenden Waffen, wie mir liegen und so weiter. Aber das kann ja auch jeder andere selber auch machen. Aber wie gesagt, du kriegst es auch mit der Standardbewaffnung hin. Wichtig ist immer Schilde und Waffen überpowern. Immer zur Seite wegfliegen, damit die einen nicht frontal rammen. So, weil wir haben jetzt zum Beispiel eine Valkyrie, die hat schon ein bisschen größere Schilde. Aber die kriegen wir auch kaputt. Sag immer zur Seite strafen, ein bisschen drehen, damit der NPC einen nicht die ganze Zeit trifft. Wenn es geht, versuchen an ihm dran zu bleiben, hinter ihm zu kommen. Wenn es geht, immer dasselbe Schild versuchen anzuvisieren. Das geht dann schön mit der Achtertaste. Sagt eine Stelle, das ist dann immer das Triebwerk. Dann geht es dann auch immer auf dasselbe Schildmuster, dann kommt man auch relativ schnell durch die Schilde. Ich habe jetzt zwei Distortion drin, die Schilder relativ schnell down machen, wie man sieht. Und dann muss ich halt mit den anderen Waffen noch gucken, dass ich es auch kaputt kriege. Das eine ist eine Zwischen, das andere ist eine NDP. So, und wenn die Aufträge ein bisschen schwerer werden, dann sieht man es, kommen hier Unterstützungsfighter, die einen das Leben dann auch schwer machen. Aber wenn man den Hauptauftrag erledigt hat, dann kann man sich die Mühe eigentlich sparen und mit den Fighten, also so mache ich es eigentlich immer. Weil, wie gesagt, gerade jetzt auch für das Video will ich jetzt nicht jeden einzelnen Gegner komplett wegfighten. So, jetzt ist mein hinteres Schild down, aber das ist egal. So, jetzt haben wir die Certifications durch. Ich glaube, da gab es jetzt keinen 10.000er noch. So, das war wieder ein 4.000er, den wir, sieht man hier an den Very Field, sollte man auf jeden Fall auch machen. Einen haben wir, glaube ich, noch über. Ne, der ist verloren gegangen. Dann kriegen wir halt nochmal neu. Man sieht hier Crusader Security, das machen wir später. So, da ist unser letzter. Das ist jetzt der Advanced Certifications. Der ist jetzt 10.000 wert. Oder zumindest müssen 10.000 bezahlen, um ihn machen zu können. Und das dürfte jetzt eine Hammerhead, glaube ich, sein. So, dann springen wir da mal hin. Musst du nur gerade mal im Discord was schreiben. Machen wir den jetzt halt auch noch. Ich hoffe. Servus. Moin. Ah, falsch in Discord geguckt. Ich bin über den Pakt gehavert. Okay. Und hier läuft. Ja, ich erkläre gerade mal die ganzen Certifications gerade. Also wundere dich nicht, wenn ich ein bisschen mehr rede. Kein Problem. Durch das Patch habe ich ja das Glück, dass ich die ganzen Certifications jetzt im Zusammenhang nochmal machen kann. Weil ich habe ja jede Certification als eigenen Auftrag mal ein Video gemacht. Mache ich sie als mal zusammenhängend. Leute dann wissen, wie lange man so für das Ganze braucht. Ja, kannst du mir auch mal sagen, weil ich muss ja auch alle machen. Jo, ich bin jetzt gerade bei der 10.000er Certifications bei der ersten Reihe, hier bei Hursten zu erreichen ist.
Mal schauen, was wir für einen Gegner haben. Ne, wir haben wieder eine Valkyrie. Also eine Hammerhead gibt es dann in dem Fall doch noch nicht. Dann machen wir die halt auch noch platt. Und wir sehen auch wieder, der Spieler hat ein Leerzeichen drin. Ist also definitiv ein NPC. Müssen uns also da auch keine Gedanken machen. Ich wollte mir noch die Messer angucken, bevor ich zu Bett gehe. Was willst du dir angucken? Die Messe, was heute so da ausgestellt wird, wie es so aussieht. Achso, okay. Gerade auf der RSI-Seite ein bisschen geguckt und festgestellt, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich habe kein Problem mehr, ich habe meine Caterpillar eingeschmolzen. Ich habe 93% von Grand Admiral. Ups. Sagt mir nix. Kommt nach High Admiral, kommt zu herstellen. Was ist das mit den 2500? Oh, okay. Wow, tatsächlich, wow. What the fuck? Ich hab nur auf Skins geguckt. Ja, die musste ich natürlich auch. So, wie man sieht, umso höher die Certifications werden. Der hat jetzt hier halt auch schon Verteidigerschiffe. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich ein bisschen dichter an ihm dranbleibe, damit ich da auch mal was Schaden an ihn andere ausrichte. Das Einzige, was momentan lohnt, ist auch hier ein Ding, oder? Ja, die neuen Trading-Sachen finde ich eigentlich auch ganz nice. Einfach auch als Abwechslung. Du darfst auf jeden Fall nicht diese Audio-Sachen nehmen, die sind sehr teuer. Aber ansonsten sind sie eigentlich. Ja. Ja, bei den ganz billigen Sachen kannst du dir selber ausrechnen, wenn du eine Erhöhung von 0,5 oder so hast, dass du nicht viel Gewinn machst. Aber wenn du da Sachen hast, wo du 2, 3 Alpha-UEC als Differenz hast, dann geht es eigentlich. Ja, gerade jetzt, wo ich die C2 habe. Ja, ich habe gestern meine Caterpillar mit 9 Millionen mal ausgestattet und habe mir dann fast in die Hosen gemacht beim Fliegen. Hab gesagt, das mache ich nie wieder. Besonders der Reingewinn war 200.000. Da steht es in keiner Relation. Ja, ich habe die C2 jetzt erstmal auch als Lohner, deswegen löse ich die nicht aus. Weil was soll ich damit 2? Hab aber noch die Option, mir später wieder eine Caterpillar zu holen. Ich habe das beides letztes Jahr gesichert. Okay, jetzt haben wir die Master Tracker Certifications. Da gehe ich jetzt davon aus, dass es eine Hammerhead wird, weil bei 25.000 Einsatz sollte es jetzt eine Hammerhead werden. Ich werde es jetzt mal ausprobieren. Ich bin der Meinung, dass meine Buccaneer so ausgestattet ist, dass ich, wie gesagt, bei kleinen Jägern das Problem habe, dass ich sie natürlich nicht sofort down kriege, weil ich keine 4 Attritions drauf schieße. Aber bei großen, wie jetzt die Hammerhead, die müsste ich dann auch relativ zügig down kriegen. So, dann schauen wir mal, ob ich mich da nicht täusche. So, und wenn man dann diese Hurston Certifications geschafft hat, dann müsste das halt Aufträge geben bis 85.000. So, jetzt haben wir wieder das Problem, dass man nicht springen kann. Dann einfach hier Clear Route machen. Fängt ja nochmal an zu spulen und beim zweiten Mal müsste es dann eigentlich gehen. Eins ist auf jeden Fall mal ganz wichtig, wir sehen wieder, es ist auf jeden Fall ein NPC. Was ja bei den Certifications, ich weiß jetzt nicht welche das ist, nicht mehr hundertprozentig ist. Eine Zeit lang war es halt so, dass es halt auch Spieler getroffen hat. Und dann, wenn die dann sich auf Grimax versteckt haben oder so, dann hast du halt nicht weitermachen können. Ich hoffe, dass es mit 13.1 wieder geändert haben. Wir werden es gleich sehen. Was fliegst du da gerade? Buccaneer, oder? Ja. Ja, nice. Ist so auf jeden Fall im Moment mein Lieblingsschiff geworden. Ich habe es irgendwie mal plötzlich gehabt. Und ich denke, das ist mit der Caterpillar gekommen. Und seit ich die jetzt
eingeschmolzen habe, ist die eine Backe nie weg und ich habe ja auch in-game eine zweite gekauft gehabt. Ich habe tatsächlich längere Zeit auch eine. Und immer noch. Ich weiß aber auch nicht woher. Ja. Meine zweite ist jetzt auf jeden Fall verschwunden. Vermute ich. Wie gesagt, das Einzige, was ich gemacht habe, war die Caterpillar eingeschmolzen. So, jetzt müssen wir nur warten, bis er joint. Sehen wir, was wir als Gegner haben. Jo, da haben wir eine Hammerhead. Bin ich gespannt, ob ich mich nicht übernehme. So, ganz wichtig, immer schön zur Seite fliegen. Vielleicht auch mal die Seite wechseln. Ist aber die Hammerhead schießt jetzt an einem erstmal vorbei. Und je nachdem, wie gut der Server ist, trifft die dann auch. Kriegt auch noch Unterstützung. Oh, wo bin ich jetzt wieder gegen geflogen? Ach, gegen die Hammerhead, weil sie plötzlich vor mir war. Okay. Also auf keinen Fall stehen bleiben, aber ich habe schon keine Schilde mehr. Also irgendwie sind wir hier ganz schön desynchron. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen dichter ranfliegen. Ich glaube, dass wir das Desynchron-Problem jetzt ein bisschen gelöst haben. Es wird jetzt ein bisschen dauern, weil wie gesagt, ich muss erstmal die Schilde von der runterkriegen. Aber normal müsste es dann relativ gut gehen, wenn ich in meinen Flow komme, dass ich dicht genug dran bin. Problem wird halt, wenn der noch mehr kommt. Die kriegt jetzt dann irgendwann auch Unterstützung. Ich rutsche wieder zu weit weg. So, jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein paar Schilde. Ne, haben wir nicht. Wir haben immer noch keine Schilde down. Ja, da kommt jetzt deren Unterstützung. Nur ein bisschen aufpassen, weil wir sind hier ganz schön dicht an den Asteroiden. Ich hoffe mal nicht, dass sie die Schilde jetzt stärker gemacht haben. Jetzt ist er wieder desynchron. Aber dann wäre es auch kein Problem, dann muss ich das Schiff nur wechseln. Naja, ich krieg die Schilde schon runter, wie man sieht. Jetzt nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu weit von der wegkomme, weil die fliegt hier ganz schön dicht an den Asteroiden rum. Weg.
nicht stehen bleiben, das ist auf jeden Fall das A und O. Besonders wenn es jetzt drei Caterpillars sind, drei Hammerheads sind, die auf einen ballern. Gucken, dass man immer dasselbe Schildgitter trifft. Da haben wir jetzt das Schild durch, man sieht es, wir machen Schaden auf die Hülle. Ah, es sind gar keine drei Hammerheads. Es ist auf jeden Fall mal eine Vanguard Roar, die ich da gesehen habe. Das Schöne ist, die neue Grafik, dass du halt wirklich auch Schaden auf dem Schiff machst. So optisch richtig siehst. So, das war's. Machen wir hier mal einen Abflug. Damit wäre die Certifications auch abgeschlossen. So. So, 2000 kriegt man, wenn man Call to Arms hat, einfach zusätzlich dazu. So, ja, das ist das Standardproblem, das man im Moment noch hat, wenn man in seinem Sitz hockt, dass man den Sauerstoff verliert. So, und damit haben wir jetzt die ganzen Certifications abgeschlossen. Zumindest die in Hurston. Damit wäre es jetzt die in Crusader abzuarbeiten. Jetzt machen wir die eine mal, springen darüber. Ich glaube, einen Sprung können wir auf jeden Fall noch zurück machen, bevor uns dann der Sprit ausgeht. Wir haben noch 49. Ah, ich glaube 51 braucht man, oder? Ne, vorhin haben wir auch nur 50 gebraucht. So, wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal eine Karte. Ja, das ist sehr nice. So. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist den Weg bis Fliegen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. So, okay. Ganz knapp zu wenig. Sollte uns aber auch nicht interessieren, weil wir sind hier direkt an einem Planeten. Müssen dann nur mal die Karte nochmal clearen. Können wir nämlich nach Woodruff springen und uns da auftanken. Und auch gleichzeitig reparieren. Also wenn man den Quantum Drive nochmal anmacht, dann sieht man auch, wo man hinfliegen will. Wenn man es über die Karte angewählt hat, dann wird es auch gespeichert, also dass man es dann die ganze Zeit sieht. Aber ich will jetzt nicht meine Route weglöschen. Reicht das jetzt mit dem Weg? Oh, jetzt habe ich sogar ein Schiff als Markierung. Hat jemand seine C2 hingestellt? Dann sind wir mal ab. Ich glaube, hier war atmosphärenmäßig nicht los. Da will wohl jemand arm werden beim Handeln. Wie bitte? Da will wohl jemand arm werden beim Handeln. Ja. Bis du die voll gemacht hast, da ist ja einiges an Millionen drin. Ne? Wenn du sie überhaupt voll kriegst. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier ein Pad kriegen, was leer ist. Da ist ein leeres Pad. Aber ich werde auch die C2 auf jeden Fall nutzen. Aber wie gesagt, ich werde nicht mehr diese Audiodatei nehmen, die sind teuer. 10 Millionen investieren, um dann 10 Millionen 300.000 zu kriegen, ist eigentlich... Das ist Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Bei der Menge, die die Starlifter tragen kann, kannst du sogar anfangen mit Schrott zu handeln. Ja, aber es sind ja nur 700 Cargo knapp. Oh, meine Nase hat ganz schön Schaden genommen hier vorne. Ja,
Ja gut, ich weiß gar nicht mehr, was hatte die Caterpillar? Die hatte auch nur 500 irgendwann, ne? Ja, die hatte 574, glaube ich, oder 569 konntest du nutzen. Also ich finde die 700, deswegen habe ich ja jetzt drauf gewartet und habe sie mir dann auch gleich geholt. Das war ja sowieso mein heiß begehrtes Schiff. Ja, ich finde sie tatsächlich sogar ein bisschen langweilig. Egal, ich stehe auf langweilig. Ja, die Schiffsform außen finde ich cool. Und das Schiff an sich, aber also so innen drin ist so ein bisschen. Schöner als eine Caterpillar. Schöner ist sie, aber ich fand eine Caterpillar interessanter. Ich mag den Style von Crusader. Ich nicht. Da gefällt mir der Style von Crusader schon besser. Wenn man jetzt noch wie bei Scamp ein paar Spinde aufstellen könnte. Naja, und so ein Drag-Schiff, da kommst du richtig vor wie in so ein Frachtschiff, so ein abgerocktes Ding. War schon sehr cool eigentlich. Ja, muss es geben, weil wie gesagt, stehen ja Leute drauf. Ja. Aber ich freue mich halt, wenn ich dann wirklich in dieses Schiff meine Sachen reintun kann. Ich muss auch sagen, so außerhalb meiner persönlichen Wertung sind die Origin-Schiffe, gerade ne, 890 und die 600er I und so weiter, haben die sich echt Mühe gegeben, sind bildhübsch, aber die Designsprache ist nicht meins, also es spricht mich persönlich nicht an. Selbst wenn es so ein Schiff in echt geben würde und ich das Geld hätte, würde ich mir das nicht holen. Also ich muss dir auch sagen, die 890 Jump ist ein sehr hübsches Schiff, sie haben sich Mühe gegeben, aber ich finde, wenn du es wirklich mal auf dich realistisch siehst, finde ich es unpraktisch. Also dass du es wirklich in echt so haben willst, kann ich mir fast nicht vorstellen. Weil wenn du überlegst, du kommst seitlich rein, kommst dann in dieses Foyer, da sind rechts und links zwei Räume. Und wenn das der Captain-Bereich wäre, Namen Amok, dann kann ich es nicht nachvollziehen. Klar, du hast da ganz unten durch das Foyer durchgehen und dann zu den Mitarbeiterkomplexen gehen, aber ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, wir sehen solche Schiffe auch falsch. Also gerade auch tatsächlich jetzt im echten Leben irgendwelche Luxusjachten, wie auch schon die eine oder andere mir begutachten dürfen. Die Leute, die das kaufen, die kaufen es einfach nur, weil das Ding scheiße teuer und groß ist. Ja. So, Hauptsache sind goldene Wasserhähne und so weiter, über Funktionalität und so weiter, macht sich überhaupt gar keinen Kopf. So, als ich da durchgegangen bin, dachte ich, ja, ist ja, ne, wenn man es mag, die Designsprache, ne, mit ein bisschen Gold und Bling-Bling hier, sei jetzt mal dahingestellt. Aber den Schnitt, Aufteilung von dem Schiff und alles, habe ich auch gesagt, also eigentlich würde ich das Ding komplett in den Kern neu aufbauen. Da haben die mich auch angeguckt. Ist ja jetzt mal im Ernst. Ja, ist ja genauso wie, bin ja nur Elektriker, ich habe ja nur wenig, aber goldene Wasserhähne finde ich zum Beispiel absoluter Schwachsinn, weil wir haben auch schon mal goldene Schalter, also echt goldene Schalterabdeckungen verbaut. Und das ist ja der größte Rotz überhaupt, weil du solltest ihn nicht mit normalen Fingern anfassen, weil die Fingertatzen an dem Gold sich dann durch das Fett dann irgendwann da einbrennen und so weiter. Dann denke ich mir, Alter, Schalter ist das, was man am meisten in der Wohnung nutzt. Was will ich denn mit so einem Gold, was so dann irgendwann nicht mehr nutzbar ist? Welcher? Aber wenn du auf einem dekadenten Level lebst, dann hast du da auch einen, der dir herläuft mit ne? Seidentuch und dann überall hinterher poliert. Ja, aber... Ja, keine Ahnung. Ich find's auch schwarz, und ich brauche uns nicht drüber nachhalten. Ja. Klar kann ich nachvollziehen, dass so Leute dann keinen Plastikschalter haben wollen, aber da gibt's da bestimmt was Besseres als einen Schalter, den du eigentlich nicht anlangen darfst mit normalen Fingern. Ich stehe auf Kippschalter. Also ich kann die Starrunner echt nicht benutzen. Jedes Mal, wenn ich sie spawne, ist die Klappe halb auf, beziehungsweise halb zu, so einer waagerechten, und du kannst sie wieder rauf und runter fahren. Du kommst nicht rein in den Hubel. Claim ihn mal. Ja. Das ist tatsächlich mal ein anderes Schiff nehmen, die wollten das claimen. Ja. Wirst du auch machen müssen. Wenn es einmal kaputt ist, musst du es claimen. Naja, spart zumindest Tankkosten. Ja. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, die C2 wird für mich sowieso mein Crimestead-Schiff sein. Crimestead?
Naja, wenn ich Quipeset habe, fliege ich mit der auf die Bodenstation, stell die vorne hin, lauf rein, töte alles und dann laufe ich da wieder raus und die wird immer noch. Also ich muss mir da nicht mehr die Mühe machen, die Geschütztürme wegzumachen. Meinst du, hält so lange durch? Da brauchst du aber, glaube ich, schon dann die M2, ne? Nee, die C2 hält ja zwei FR-86-Schilde und die Caterpillar hat schon ausgehalten. Ja, das stimmt. Ich habe auch die Caterpillar-Komponenten, die habe ich jetzt ja über, die Caterpillar ist ja weg. Und die habe ich 1:1 jetzt in die C2, also auch FR-Schilder rein und so weiter. Genau. Und ich habe es zum Schluss jetzt mit der Caterpillar, wenn ich wirklich für mich alleine war, habe ich auch mal die Caterpillar genommen und bin nach Kyria geflogen. Habe die dann da einfach ballern lassen. Ich habe jetzt nicht so das Problem, dass ich öfters mal im Knast sitze, so wie andere von uns. Ich bin derjenige, der immer ganz viel im Knast ist, schon allein, weil es mir einfach Spaß macht. Ja, du hast auch schon wieder Merits gefarmt, habe ich gehört. Ja. Einfach so aus Bock. Einfach, weil ich Bock habe, genau. Ja, aber sie haben sie mir ja weggenommen. Entschuldige, jetzt musste ich wieder neu fahren. Da war ich halt auch mal wieder ein paar Stunden im Knast unterwegs. Und das war für mich aber auch ganz sinnvoll, weil, wie gesagt, meine Tochter ist ja gerade hier und ihre Freundin ist jetzt den dritten Tag hier. Ja, die zwei Mädels, die beschäftigen sich allein. Das stimmt. Aber ich kann halt nicht streamen dabei, weil sie doch die ganze Zeit irgendwas wollen. Und dann kann ich auch nicht irgendwelche Bounties oder so machen, weil das Risiko doch dann besteht, dass du Schaden nimmst. Dann war es im Knast für mich gerade angenehm. Da konnte ich immer zwischendurch weg. Wieso schreibt mich bei Genie Point eigentlich jedes Mal der Aufzug an, wenn ich so auf der Hälfte der Fahrt kennst so eine Stimme dann, ja, ja, ja. Ich denke, Alter, mal ruhig. So. Ich frage auf jeden Fall jetzt die Landerlaubnis an, um mich zu speichern. Also wie gesagt, ich bin jetzt auf Port Olisar eingespeichert. Ich muss da nicht mehr landen. Wenn ich jetzt sterbe, spawne ich auf Port Olisar. Das heißt, ich muss die ganze Strecke nicht nochmal fliegen. Ich gehe nicht davon aus, dass ich sterbe, weil ich habe jetzt auch eine Hammerhead platt gekriegt, ohne zu sterben. Aber oft ist es so, du kannst doch mal in den Asteroiden reinschlüttern oder sowas. Deswegen bin ich immer gern gespeichert. So, das ist jetzt unsere Verifield Freelance Certifications. Das wird auch ein Spieler sein, ein NPC sein. Dalkomski, da ist wieder ein Leerzeichen drin. Aber Flint, sie haben auf jeden Fall die Entfernungen geändert. Du kannst jetzt nicht mehr auf 10 Kilometer ranspringen, sondern du musst jetzt 30 Kilometer fliegen. Okay. Weil sie wollten ja ursprünglich das Springen ganz weg machen, aber das war wahrscheinlich dann den Leuten zu lang oder keine Ahnung. So. Den Titan ist auch kaputt, drückst hier Power on. Stimme kommt, nichts fährt hoch. Hallo? Abheben? Geht nicht. Nee, dann ist das Schiff auch kaputt, musst ein anderes nehmen. Aber das. Ja, das haben schon einige gesagt, dass sie ein Problem haben. Der ein oder andere hat dann auch ein Char-Reset gemacht, aber das würde ich dir nicht empfehlen, einfach andere Stationen Schiff claimen. Ich habe schon erst ein Char-Reset vor ein paar Tagen gemacht. Weil nachdem, wie wir die Invictus-Flieg angegriffen haben, hat mein Spiel gecrashed und alles, was ich anhatte, war weg. Ja, okay, was ist ein Char-Reset? Ich mache jetzt nicht nochmal einen. Naja, der Char-Reset, der war ja jetzt eh im Endeffekt dadurch, dass das Patch draußen war. Ja, eben deswegen, ne? Und ich habe ja bei Char Reset sowieso Glück, dass ich nie was verliere. Aber trotzdem. Naja, ich habe wieder ganz viele Raketen und so weiter dran. Ich fand es auch witzig, dass die einen alle Merits weggenommen haben und gleichzeitig. So, dann haben wir ihn auch zerstört. Und gleichzeitig haben sie uns auch die ganzen Ripper und so weiter weggenommen. Die Hacking Tools, aber alle. Nachgeguckt. Gut, dass du das hast. Ich habe keine mehr. So, damit werde ich. Muss gerade gucken, aber im Moment müsste ich jetzt wieder die haben, die ich nachgekauft habe. Stimmt, hab keine mehr. Ja, die haben sie gelöscht mit dem Merit. Oh, du musst ja dringend welche kaufen. Weil ich brauch sie immer. Wenn ich keine hab, brauch sie immer. Ja. Ich habe immer 10 Stück dabei, damit ich die nie brauche. Ich habe die nachher immer in Aero verteilt. So, das Hiking Tool? Nee. Ja, ja. Hier. Jetzt hat keiner mehr welche. Aber auch keine, du weißt, wie das ist. Genau. Also wir haben die Certifications geschafft und damit haben wir jetzt hier dieses ERT,
Das ist sozusagen das höchste, ich weiß nicht, wofür das E steht. Risk Eco. Target Eco. Eco. Keine Ahnung, ist das so ein Trend? Achso. Auf jeden Fall ist das das höchste Target. Also ERTs sind immer die, die am meisten Geld bringen und es ist immer eine Hammerhead. Und die hier bringt 25.000, das ist ein einzelner. Ich muss jetzt auch mal auf die Station, um meinen Sauerstoff aufzufüllen. Aber im Endeffekt haben wir jetzt alle Certifications abgeschlossen. Extremely, danke, Amok. Ja, das könnte sein. So, und wie man sieht, tauchen jetzt auch gleich alle Targets auf. Ich hoffe, euch hat das die Information gefallen. Wir haben jetzt sozusagen die Certifications abgeschlossen und werden jetzt sozusagen die Bounties immer bekommen. Und zwar im Crusader-System und im Hearthstone-System. Danke fürs Zuschauen und ich streame jetzt einfach weiter und werde die anderen Sachen machen. Das nächste, was die Leute, was ich euch empfehlen kann, ist im Endeffekt im Hearthstone-System viele Aufträge zu machen, weil damit der Miles Eckert auf euch aufmerksam wird und dann diese Miles Eckert-Missionen noch hocharbeiten, weil die gehen auch bis EAT und da kann man dann nochmal zusätzliches Geld machen, weil die Bounty-Missionen haben sie ein bisschen reduziert, dass es nicht mehr so viele sind für jeden Spieler und die sind ja, wenn ein Spieler sie macht, sind sie ja erstmal weg. Und wenn man dann zusätzlich noch die Miles Eckert hat, dann hat man da ein bisschen Auswahl. Deswegen würde ich euch empfehlen, die Miles Eckert zu machen. Und der Vorteil ist natürlich, wenn man die Miles Eckert gemacht hat, kriegt man auch von Miles Eckert noch weitere Aufträge. Und das Zweite, was der Miles Eckert so rausrückt, ist eine Auftragsreihe, auch mit Certifications, die dann bei der Idris endet. Und da ist es halt ein Kampfschiff, was man zerstören muss, wo man 225.000 für kriegt. Und ich mache das immer mit der Retaliator, paar Torpedos rein, die weg. Und dann kassiere ich da schön ab.